Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich rede zum Kulturhaushalt, einem Haushalt, zu dem Herr Renner von der AfD gesagt hat, über ihm liege die Kuratoriumsasche. Herr Renner, Ihre Rede war eine Schande. Sie haben Sie haben die Kreativen, die Künstlerinnen und Künstler beleidigt, und das lassen wir nicht zu. Als Kulturpolitiker haben Sie sich abgemeldet. Mich bewegt, dass gestern alle deutschen Zeitungen mit einem Kulturthema aufgemacht haben, nämlich mit dem Kunstraub in Dresden. Und interessant ist, wie das kommentiert wurde. Ich will Ihnen nur mal drei Überschriften nennen. Angriff auf das Herz Dresdens. Zweitens, fatal an diesem Verlust ist die Bedeutung der Objekte für die historische Identität von Sachsen. Und drittens, wie in einem Brennglas zeigt sich die Bedeutung der in Dresden geraubten Juwelen für Sachsens Geschichte und Identität. Zitat Ende. Was mich daran bewegt, ist, dass erst der Verlust von Kunstwerken dazu führt, dass wir uns vor Augen führen, welche Bedeutung Kunst und Kultur in unserem Land haben. Und es geht dabei ja nicht um den materiellen Wert, sondern um den ideellen Wert. An diesem traurigen Vorfall wird uns deutlich, wie wichtig das ist, was wir mit dem Kulturhaushalt tun, nämlich Kulturförderung. Das Ziel ist, diese Kultur in unserem Land zu unterstützen und zu fördern. Mit 2 Milliarden Euro inzwischen, doppelt so viel wie beim Amtsantritt unserer Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Deshalb danke ich ihr und den Haushältern, dass sie diese 2 Milliarden wieder möglich gemacht haben. Aber es könnte auch noch ein bisschen mehr sein, denn die Kultur hätte es verdient. Was passiert eigentlich mit diesem Geld? Über 400 Theater, über 80 Opernhäuser, über 7000 Museen. Allein Berlin hat über 175 Museen und 46 UNESCO-Welterbestätten werden zum Beispiel gefördert. Darüber hinaus haben wir eine starke Kreativszene in Stadt und Land. Sie generieren einen Umsatz, was viele auch nicht wissen, von 170 Milliarden Euro jährlich. Diesen kreativen Köpfen möchte ich an dieser Stelle ganz herzlich danken. Wir sehen daran, Deutschland ist ein Kulturland, Deutschland ist ein reiches Kulturland und wir können darauf stolz sein. Drei Schwerpunkte möchte ich aus diesem Haushalt hervorheben, die Erinnerungskultur, die Musik und der ländliche Raum. Wir erhöhen, und das ist auch schon gesagt worden, die Mittel für die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur um 1 Million. Mit 200.000, das mag man als kleine Förderung betrachten, finanzieren wir zusätzliche Zeitzeugengespräche an den Schulen. Und wir finanzieren eine Machbarkeitsstudie für einen Gedenkort für die Opfer des Kommunismus. Und dieses Signal ist längst, längst überfällig. Im Bereich Musik unterstützen wir die Initiative Musik mit zusätzlich 6,5 Millionen Euro. Davon fließen 1 Million Euro in die notwendige Digitalisierung von Musikclubs. Mit 4 Millionen Euro ermöglichen wir den Bau eines deutschen Chorzentrums und werden dadurch die Chortradition in unserem Land noch mal wieder unterstreichen. Und wir fördern die große Musikfestivallandschaft in Deutschland. Dass das Musikfest Bremen dabei ist, freut natürlich eine Bremerin, aber es sind viele, viele andere auch dabei.
Und sie strahlen ja alle in den ländlichen Raum. Und dazu möchte ich abschließend auch etwas sagen. Es ist unglaublich beeindruckend, wie reich der ländliche Raum an kulturellem Erbe ist. Es ist absolut vertretbar, dass diese Schätze mit Bundesgeldern unterstützt und gefördert werden. Kultur ist immer von nationaler Bedeutung, weil sie den Zusammenhalt fördert, weil sie identitätsstiftend ist und weil sie das Geschichtsbewusstsein in unserem Land fördert. Deshalb ist es gut, dass das Denkmalschutz-Sonderprogramm mit 30 Millionen fortgesetzt wird. Wieder eine gute Investition in den Erhalt unseres reichen kulturellen Bauerbes. Die vielen Kirchen und Klöster, die saniert werden, sind wichtige Kulturorte auf dem Land. Diese alten Mauern ermöglichen kulturelles Leben. Kultureinrichtungen in unserem Land unterstützen wir darüber hinaus für Investitionen mit 55 Millionen Euro. Kommen Sie bitte zum Ende. Ja. Ungern, Frau Präsidentin. Da kann ich ungern, jetzt meine Damen und Herren. Ich will abschließen, das muss man aber noch sagen. Bitte, kommen Sie zum Ende. Ohne das ehrenamtliche Engagement so vieler könnten wir vieles nicht machen. Und deshalb mein herzlicher Dank allen Ehrenamtlichen, die uns im Bereich Kultur unterstützen und diese Kulturlandschaft tragen.